Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur Lernstunde. 125 ist es, Smyslov Nummer 2. Und bevor wir in die Lernziele springen, gucken wir uns zuerst eine kleine, aber wirklich nur kleine Taktikaufgabe an zum Warmwerden für heute. Ihr übernehmt die weißen Steine und versucht es genauso gut zu machen wie Smyslov in dieser Partie. In der Zeit können wir erstmal alle begrüßen. Ja, ich bin regeneriert. Ich habe zwar Muskelkater am ganzen Körper und immer noch ein bisschen Schlafmangel. Aber ich bin heile wieder angekommen und motiviert heute mit euch gemeinsam die Lernstunde durchzuziehen. Ja. Ich glaube, man hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme, oder? Ja. Die verrät mich. Gerade eine kleine Notiz geschrieben, denn Top-Schachspieler hat gesagt, er hört den Ton nur auf einer Seite seiner Kopfhörer. Hatten wir doch schon mal vor 2,5 Jahren oder eigentlich, so. Eigentlich gelöst. Ich werde aber im Nachgang prüfen, ob diese Einstellung, vielleicht wieder zurückgesprungen ist. Ja, das weiß man hier nie so genau bei dem Programm bei Updates. So, und Fabi hat die Lösung. Auch wenn es nicht die... Doch, er schiebt es nach. Okay, ich wollte erst sagen, nicht die ganze Lösung ist, aber völlig korrekt. Man beginnt hier mit Springer F7 Schach, soweit auch mit unseren Regeln d'accord. Schachgebote mal zuerst prüfen und jetzt, gut, Turm G6 bringt nicht viel, aber Turm G5, das ist natürlich die mächtigste Drohung überhaupt, hier auf H5 zu schlagen und matt zu setzen. Da kann Schwarz eigentlich nichts gegen machen, außer seinen Springer opfern auf G6. Und da sagt ihr völlig zu Recht, dann nimmt man raus, hat die Minusfigur schon mal zurück und jetzt zieht man zurück nach G5. Hat dann jemand noch weitergemacht? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Hier wurde in der Regel abgebrochen. Okay. Die Partie ging noch weiter, aber das auch nicht wirklich eine Herausforderung noch für Weiß, denn Schwarz hat die Partie hier verlängert, indem er D5 gespielt hat. Das ist natürlich eine Ressource, die sollte man sehen, wenn man vielleicht großartig Material opfert. Ansonsten ist es natürlich nicht so spannend, da man ja mindestens mit ein paar mehr Bauern übrig bleibt. Hier sogar noch mehr in der Partie. Es kam Springer D5, aber wenn ihr das bis hierhin gesehen habt, der H5 fällt ja sowieso, dann war das schon in Ordnung. D5, Springer D5 rausgenommen, Turm F8 und jetzt noch die letzte Mini-Taktik zum Abschluss. Wie hat Smyslov hier gespielt? Er hat nicht das Endspiel konvertiert, sondern hat es deutlich schneller gemacht. Konvertiert. Und guten Abend auch an Herbert. Wir sind gerade dabei, die erste Taktikaufgabe zu lösen, sind auch schon recht weit gekommen. Hier in dieser Stellung ist noch der letzte Zug zu finden. Ja. Und den haben wir inzwischen auch. Ja, genau. Schachgebote zuerst, so einfach ist es. Läufer G8. Und danach schlagen wir. Und schlagen wir nach Läufer G8, hat Magrin aufgegeben. So, dann kehren wir zurück in unsere Lernziele für die Hauptpartie des heutigen Abends. Wir haben tatsächlich eine hochgradig komplexe Partie heute rausgesucht und werden uns da gemeinsam mit euch durchkämpfen und versuchen, möglichst viele Erkenntnisse daraus zu ziehen. Thema wird unter anderem sein ein positionelles Qualitätsopfer, materielles Ungleichgewicht und ja, wie immer eigentlich Variantenberechnung, die ja in den meisten Partien eine Rolle spielt. Ja. Deswegen starten wir auch direkt, damit wir genügend Zeit haben, gemeinsam durch die Partie zu gehen. Wir haben hier tatsächlich eine sehr wichtige Begegnung, Botvinnik mit Weiß gegen Smyslov. Das heißt, wir nehmen heute die schwarzen Steine ein. Die Partie ist aus dem Weltmeisterschaftskampf von 1954. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere letzten Lektionen zu Botvinnik. Da haben wir ja schon so ein bisschen die einzelnen Stationen von ihm beleuchtet. 1954 hat er gegen Smyslov gespielt und konnte da tatsächlich seinen Weltmeisterschaftstitel verteidigen.
Allerdings sehr knapp, denn am Ende ging es 12-12 aus, womit Smyslow schon mal bewiesen hat, dass er Potenzial zum Weltmeister hat. Aber in dem konkreten Fall hat eben das Unentschieden dem amtierenden Weltmeister, also Botvinnik, gereicht. Ja, und Herbert hat natürlich völlig recht, aber es folgen noch viel größere materielle Ungleichgewichte in dieser Partie. Ja, du bist die absolute Expertin in einer Eröffnung, die Smyslow sonst nicht so oft gespielt hat. Und zwar, bisher kann das ja noch viel werden an dieser Stelle, bis man sich dazu entschließt, hier mit Schwarz zu rochieren. Damit steht fest, wir haben die königsindische Verteidigung, D5 war früher häufiger gespielt von Smyslow und du spielst das mit Schwarz ja auch. Also kennst du dich bestens aus. Ja, aber erstmal muss ich Flinsbacher loben, der sich auch bestens auskennt und eigentlich immer schon nach den ersten Zügen sagen kann, welche Partie wir heute behandeln. Ja, tatsächlich wird es, ich muss kurz gucken, ob 9. Dame B6, nee, 10. Dame B6, aber ich vermute, du meinst trotzdem die gleiche Partie. Ich werde einmal ganz kurz in die Audioeinstellungen gehen, aber nein, ich muss euch leider enttäuschen, wenn ihr Kopfhörer benutzt heute, dann wird der Ton nur auf einem zu hören sein. Der Grund ist, dass das YouTube-Seits beim Streaming dorthin, also übers Eck, hat sich wohl irgendwie das zurückgesetzt. Das heißt, wir können es spontan beim Stream leider nicht umsetzen. Haben es aber auf dem Schirm fürs nächste Mal. Auf jeden Fall. Ich mache noch ein Ausrufezeichen auf meinen Zettel. Okay, und weiter geht es. Genau, also Königsindisch. Hast du schon erzählt, dass es selten war, dass er das gespielt hat? Ja. Okay. Grünfeld hat er hauptsächlich gespielt. Dafür hätte man statt der Rochade D5 spielen müssen, denn wie ihr hier seht, nach Springer C3 kontrolliert, weiß das Feld D5 ausreichend. Ja, nichtsdestotrotz war Smyslow hier sehr gut vorbereitet, was auch typisch für ihn war. Also, dass er auch in Systemen, die er sonst eben nicht so in seinem Repertoire hatte, durchaus sehr gut vorgearbeitet hat und dann auch immer Neuerungen parat hatte. Das werden wir auch gleich noch im Laufe der weiteren Eröffnung sehen. Hier nach Springer F3 kann Schwarz sich entweder mit Springer C6 hinstellen oder eben Springer D7, wie es in der Partie kam. Läufer F5 ist auch eine Möglichkeit, also man kann hier wirklich viel machen. Deswegen wollen wir auf die verschiedenen Varianten nicht so sehr eingehen. Es kam Springer D7, Rochade, jetzt E5, jetzt E4 und jetzt haben wir so eine Stellung, die man auch in so einer Art Philidor mit G6 dann erreichen könnte. Also eine ziemlich spannende Ausgangsstellung, die für beide Seiten nicht so einfach zu behandeln ist, möchte ich mal sagen. Mhm. Smyslow war der Meinung und da stimme ich ihm auch eigentlich zu, dass man hier nicht sofort auf D4 nehmen sollte, obwohl das geht. Generell zeigt sich in der Tendenz, in der Analyse, Computer wollen hier relativ schnell immer die Spannung rausnehmen. Ich denke aber, das spannendere Spiel, und darauf kommt es ja auch irgendwie an, erhalten wir, wenn wir die Spannung im Zentrum noch etwas aufrechterhalten, erstmal C6 spielen. Idee hinter C6 ist es auf jeden Fall, verschiedene Felder unter Kontrolle zu nehmen. Also einmal das D5-Feld, aber auch das B5-Feld, was man gegebenenfalls auch mal selber mit einem Bauern besetzen kann. Und auch die Diagonale für die Dame zu öffnen, die entweder auf C7, auf B6 oder auch mal auf A5 durchaus gut stehen kann. Deswegen ist C6 immer ein sehr hilfreicher Zug in solchen Stellungen. Und man muss auch keine Angst vor dem Nehmen auf E5 haben. Dann kann man immer mit dem Bauern zurückschlagen, aber auch in Konstellationen, wo der D6-Bauer verloren gehen würde, ist es häufig trotzdem noch spielbar für Schwarz. Also deswegen ein sehr typischer Zug in solchen Stellungen. Und Weiß hat hier mit Läufer E3 fortgesetzt. Ein Zug, der nach dieser Partie nicht mehr so häufig gespielt wurde, weil Smyslow hier mit seiner Neuerung, muss man sagen, diesen Zug, naja, jetzt nicht komplett widerlegt hat, aber zumindest diese Vorgehensweise vor große Probleme gestellt hat, weswegen hier jetzt eher mit H3 oder auch mit B3 statt Läufer E3 fortgesetzt wird heutzutage. Genau. Ich glaube, dazu müssen wir nicht so viel sagen. Spannend wird es jetzt nach Springer G4 und das ist halt der Nachteil, wenn man H3 auslässt, dass man Springer G4 zulässt und Weiß spielt Läufer G5, also er lässt sich natürlich nicht auf E3 schlagen, sondern befragt erstmal Schwarz mit Läufer G5
Und in der heutigen Zeit, wie gesagt, du hast es angemerkt, Läufer E3 ist halt nicht mehr so in Mode gewesen nach der Partie. Heute wird hauptsächlich F6 gespielt mit Schwarz und ich glaube, das erinnert einige von euch auch an, oder ich zumindest so als Zuschauer in Königsindisch-Partien habe das häufiger gesehen, dass man Läufer G5 mit F6 behandelt. Sehr komplexe, wirre Stellung mit der Bauernstruktur. Es kommt dann sowas wie Läufer D2, Springer H6, man bringt den nach F7, nimmt irgendwann raus, Springer C5, spielt eventuell F5, sehr komplexe Stellung. Wahrscheinlich aber der bessere Zug, wenn man das so sagen kann, ist Dame B6 und den hat Smyslov ja auch gespielt. Und jetzt wird's sehr, sehr schnell, sehr, sehr interessant, denn Weiß spielt H3. Die Idee dahinter ist es, wenn Schwarz jetzt mit dem Springer zurückgeht, zum Beispiel Springer GF6, so viele Alternativen gibt es ja auch nicht, kann Weiß hier zum Beispiel mit B3 fortsetzen und hat hier ja Zeit gewonnen, weil Schwarz hat ja unnötigerweise hier Springer G4, Springer F6 zurückgespielt. Der Läufer auf G5 steht nicht verkehrt, H3 ist auch kein ungünstiger Zug für Weiß, sodass Weiß hier auf jeden Fall viel erreicht hätte und eine angenehme Stellung besitzt. Das heißt, genau. Vielleicht noch dazu, wenn man einmal noch den Durchzähltest macht an dieser Stelle nach B3, wenn Schwarz sich jetzt noch dazu hinreißen lassen würde, H6 zu spielen, dann hat Weiß eigentlich die eingangs erwähnte Stellung mit H3, was man zuerst spielt, mit einem Tempo mehr gekriegt. Ne? Er hat zwar auch seine Figur sogar dreimal gezogen, aber Schwarz hier zweimal und einen unnötigen Zug eingeschoben. Ja, und jetzt kommt der kritische Test von... Vorher können wir aber noch auf eine Frage eingehen, nämlich ob hier... Tja, welches hier ist denn gemeint? Vermutlich vor Dame B6. C5. Also statt H3 muss es ja eigentlich sein. H3 ist doch von Weiß. Ach so, mit Weiß C5 gespielt. Ach so, jetzt. Ja, ich denke. Verstehe ich's. C5 ist ein relativ häufig anzutreffendes Motiv in solchen Stellungen. Hier muss man natürlich gucken, ob das hier auch funktioniert und da wäre ich mir nicht so sicher. Denn der E5 ist hier ausreichend gedeckt. Im Gegensatz zu der Stellung mit dem Springer auf F6 ist das hier wahrscheinlich nicht so vernünftig für Weiß, das zu spielen. Der B2 hängt auch noch. Da kann sich Schwarz auch mal bedienen, weil die Dame immer einen sicheren Rückzug über A3, A5 hat. Deswegen wird das hier höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, es kam H3 und den Rückzug haben wir schon besprochen. Ist nicht gänzlich verkehrt, aber Weiß hat eine sehr angenehme Stellung und Smyslov hatte hier anderes im Sinn und hat hier sehr konkret gespielt mit E schlägt D4, also begegnet dem Angriff auf seine Figur mit einem Angriff auf C3. Und jetzt wollen wir euch doch einmal kurz fragen, wie geht denn das Ganze überhaupt auf? Denn nach Springer A4 ist doch die schwarze Dame angegriffen und der G4 bleibt angegriffen. Bevor wir das machen, ganz kurz noch zur Erläuterung. Also H schlägt G4 müssen wir uns hier nicht angucken. Denken wir mal, da kommt D schlägt C3 und Schwarz hat hier alles erreicht. Kommt mit Springer C5, Turm E8 hinterher. Der C3 ist super schwach, Weiß hat einen Doppelbauern. Also das kann es nicht sein. Es muss Springer A4 kommen. Oh, und was ihr auch selber schon gefragt habt. Genau, jetzt könnt ihr es euch auch selber beantworten. Ja. Aber wir unterstützen natürlich dabei. Aber das ist immer sehr gut. Die richtigen Fragen zu stellen, ist der erste Schritt zur Erkenntnis. Denn nur wenn man die Probleme auch erkennt, kann man sie lösen. Ja, das ist ein ganz häufiges Phänomen, was ich auch viel in der Analyse mit Schülern feststelle, dass sie Varianten spielen und in dem Moment, wo was eingestellt wird, haben sie einfach zu oberflächlich gedacht und nicht kritisch genug geprüft, geht das wirklich, sondern häufig eine Idee gesehen, so wie hier, E schlägt D4, ich greife den auch an und dann sich das Ganze schön gerechnet, ne? Das kennt man ja, H schlägt G4, dann nehme ich hier, alles ist aktiv. Aber die kritischen Sachen nicht geprüft. Oder zu früh abgebrochen. Das ist auch ein typischer Fehler. Ja, Firespell sagt einfach damit D5. Und danach H5. Also beides ist nicht ganz möglich. Nein, nein. Also,
ihr seid gefragt, was machen wir hier? Hat Mislav eine Figur eingestellt, dann, weiß ich nicht, den Gegner böse angeguckt und so diesen Wettkampf oder diese Partie gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Also Springer schlägt F2 ist ein Vorschlag, aber da wünschen wir uns doch eine Variante dazu. Was passiert, wenn Weiß den Springer schlägt? Was passiert, wenn Weiß die Dame schlägt? Da sind noch viele Fragezeichen auf meiner Seite. Mhm, auf meiner auch. Zu viele, um ehrlich zu sein. Jona schlägt Dame H5 vor, das ist nicht möglich. Das wurde jetzt schon zweimal vorgeschlagen. Aber mit einem Zug wie Dame A5 ist es auch nicht getan. Ihr müsst schon die Extrameile gehen und ganz genau sagen, was ihr nach H schlägt G4 vorhabt. Denn der A4 ist gedeckt, der G5 ist gedeckt, das ist alles gedeckt. Aber wir haben die richtige Antwort auch schon im Chat vernommen und die hat Easy und Top-Schachspieler geliefert. Ja, genau. Und zwar ist es so, dass nach Dame A6, und das ist auch der Partiezug, der einzige Zug, der hier noch vernünftig möglich ist, H schlägt G4, gewinnt man jetzt die Figur erst zurück. Und das ist natürlich auch mal besonders schwierig in der Vorausberechnung, sowas richtig einzuschätzen. B5 droht erst den Figurengewinn. Und Weiß hat hier natürlich unfassbar viele Möglichkeiten zu reagieren, dadurch, dass er jetzt schon eine Figur mehr hat und am Zug ist. Und das macht es natürlich sehr, sehr kompliziert, hier alles in seiner Gänze zu berechnen. Und die Stellung dann vor allen Dingen auch richtig einzuschätzen. Genau, und so einfach ist das auch heutzutage nicht. nee, es ist auch, also auch viele Jahre später wurde diese Stellung nämlich nochmal gespielt. Achso, du meinst mit Computeranalyse auch. Ja, so. Genau. Es ist unfassbar komplex. Und bevor wir den Partieverlauf mit euch weiter angucken, der war nämlich Springer schlägt D4, wollen wir uns einmal angucken, wie Yusupov sehr, sehr viele Jahre später gegen Kasparov versucht hat, diese Stellung zu verbessern im Jahr 92. Da hat er an dieser Stelle Läufer E7 gespielt. Ja, wie ihr vorgeschlagen habt, sehr gut. Chess Hans, easy. Ja, perfekt. Genau. Und der Partieverlauf von damals, von Kasparov-Yusupov, ging weiter mit Turm E8, also wieder ein Zug. Man wartet ab, der Springer von A4, der hüpft nirgendwo hin. Aber der Läufer nimmt natürlich auf D6. Es kommt B schlägt A4 und schon jetzt haben wir eine sehr unkonventionelle Bauernstruktur. Dieser Läufer auf D6 drin, der wird jetzt auch mit E5 befestigt. Und Kasparov hat damals C5 gespielt. Und hier gibt es ein paar Varianten, die man sich angucken könnte. Wir bleiben mal beim Partieverlauf. Der war damals B4, was ein guter Zug ist, hier zu versuchen, die Bauernstruktur aufzubrechen, weil das sofortige Springerschlag D4 gar nicht so gut ist. Denn es kommt Läufer B7 und nach dem Abtausch geht immer der E5 verloren und Springer B5, so die einzige Drohung, läuft halt auch immer in den Abtausch rein. Und dann kann man sich auf E5 bedienen und Schwarz hat bequemen Ausgleich, weil Springer C7 unter anderem auch an Dame C6 scheitert. Und deswegen ist das Ganze gar nicht so schlimm mit Springer D4, wie es aussieht. Und ihr stellt die ganze Zeit die richtigen Fragen, das ist schön. Ja, B4 war Partieverlauf, C schlägt B4 und jetzt hat Yusupov auf D4 genommen. Und Kasparov hatte nach Läufer B7 hier eine sehr interessante Stellung, die er dann auch zum Sieg drehen konnte. Sehr asymmetrische Bauernstruktur, was eine gute Voraussetzung ist für eine Kampfpartie. Und wir müssen aber festhalten, nach heutigem Kenntnisstand hätte Weiß hier mit Turm B1 sehr gutes Spiel gehabt. Auch ein Zug, den wir in der Analyse erstmal verstehen mussten, dass man hier trotz aller hängenden Bauern Turm B1 spielt. Mit der Idee eben mit dem Turm auf B4 zu schlagen, wonach genau dann direkt der A4 auch noch hängen würde. Und so eine Figur mehr im Spiel hat als der Schwarze und Weiß steht hier sehr bequem. Ja, aber Fabi sagt es, was für eine verrückte Stellung. So ist es. Das wird uns aber noch ein bisschen durch die Partie begleiten, denn es wird nicht einfacher. Ja, deswegen schluckt zwischendurch, trinkt zwischendurch einen Schluck Tee und dann kriegen wir hier diese komplexen Stellungen schon ganz gut zusammen bewältigt. Also wir sind in dieser Partiestellung. Schwarz hat soeben mit B5 den Springer angegriffen auf A4, der
nicht entfliehen kann. Und Weiß hat jetzt auf D4 geschlagen. Jetzt muss Schwarz natürlich die Figur rausnehmen. Es droht Springer C3. Und jetzt möchten wir euch einmal bitten, die konkrete Variante Springer schlägt C6 zu berechnen. Und am besten dann auch am Ende eine Stellungseinschätzung vorzunehmen. Ja, eure Aufgabe, Springer schlägt C6. Der kritische Zug. Und wie wir sehen, habt ihr unterschiedliche Methoden, um geistig fit zu bleiben. Ja. Von Starkbier bis Schokopudding. Also ich bin auch in der T-Fraktion hier. Ja, gegen Abend weiche ich da aus. Vom Starkbier. Also, nein, vom Kaffee. Morgens geht's mit Bier los. Abends Kaffee. Ja. Ja, wir trainieren nicht in Neuberg, weil das für ein wöchentliches Training dann doch eine zu große Entfernung darstellt. Also wir fahren so 3,5 Stunden, ne? Ja, aber Richard ist ein großes Talent und... mal schauen, was da noch geht. Ja, ja. Ich habe eine sehr spannende Partie gegen ihn gespielt bei der Hessenmeisterschaft letztes Jahr. Konnte ihn noch mal so besiegen. Mal gucken, wie lange ich das noch schaffe. Hast du sonst mal gegen jemanden in der Jugend gespielt, der dann, also in seiner Jugend oder ihrer Jugend, der die dann richtig gut wurde, den man aber frühzeitig besiegt hat? Weißt du jetzt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also zum Beispiel, wenn du gegen den 3-jährigen Magnus gespielt hättest, hättest du vielleicht noch eine Chance gehabt. Ach nee, da warst du ja selber 3. Nee, fällt mir jetzt nicht so ein. Ich weiß nicht so. Falco Bindrich, wir waren ja immer so zum Beispiel, er ist ja jetzt auch ein starker 2-6er GM, den habe ich wohl mal geschlagen. Aber sagt man. Jetzt kein Weltklasse-Spieler, der oder danach Weltklasse-Spieler wurde, aber auch nicht gegen gespielt. So, was haltet ihr davon? Firespell sagt, auf jeden Fall rausschlagen wegen dem Spieß nach E5. Das ist eine wichtige Folgedrohung, die man erstmal sehen muss, genau. E5 mit dem Angriff auf den Turm A8. Das ist genau die Idee von Springer schlägt C6. Und mit deinem auf jeden Fall sagst du also, die Stellung ist am Ende besser für Weiß. Dann haben wir noch eine Variante von Fabi, die etwas weiter geht, allerdings ohne Einschätzung am Ende. Vielleicht könntest du noch einschätzen oder eine Einschätzung vornehmen. Na Fabi, deine Variante ist auch nicht ganz legal, muss man sagen. Ach ja. Weil du den Läufer über den Springer zauberst. Ja, und TFP sagt es auch gerade, genau. Ja, und ich glaube, wir können das Ganze an dieser Stelle abbrechen, weil die richtige Bewertung habe ich im Chat schon gesehen. Und die kommt von Topschachspieler, der nämlich sagt, keine Ahnung, wer da besser steht. Und ganz so klar ist es auch nicht, aber wir führen es aus, weil das auch Partieverlauf ist. Weiß hat hier auf C6 geschlagen und das sollte auch das Kritische sein in dieser Stellung. Es gibt andere Varianten, die ebenfalls sehr kompliziert sind. Wenn Weiß hier erstmal ganz bequem mit B3 einleiten würde. Das war ein Zug, der in von Kasparov und auch von Smyslov auch kommentiert wurde, der sehr schnell zu komplexem Spiel führt. Und die Idee ist natürlich, dass Schwarz hier nicht nehmen kann. Man deckt den C4 und verstärkt hier die Drohung noch weiter. Schwarz spielt Springer E5. Und jetzt haben wir mal so eine Variante uns angeguckt, Läufer E7, wieder mit dieser Doppeldrohung. Dann Turm, nee, nicht Turm E8, Erstläufer schlägt G4, genau. Und jetzt wird es halt erst komplex, weil nach F3 haben wir auf einmal die Situation, dass hier ein Läufer hängt. Wir das aber mit dem Angriff auf E7 beantworten. Läufer schlägt D6, jetzt Turm nach D8, wieder. Dieser Läufer bleibt einfach stehen. Läufer schlägt E5, ist nicht so gut. Wegen Läufer schlägt E5 und jetzt gewinnen wir auf jeden Fall auf D4 was zurück und danach auch auf A1. Guck, ich habe schon Schwierigkeiten hier mit der Sprache. C5 und hier vielleicht noch eine kritische Variante oder das Kritische wäre wohl Springer D3. Einfach um euch nochmal zu zeigen, wie viel
verrücktes Potenzial in dieser Stellung liegt. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, wie viele Züge dieser Läufer auf G4 schon hängt. Und Schwarz betreibt wirklich so ein Spiel am seidenen Faden, weil er wirklich jeden Zug eine Drohung aufstellen muss, sonst hat er ein Problem. Die aktuelle Drohung ist Läufer schlägt D4, dadurch, dass die Deckung unterbrochen wurde durch Springer D3. Genau. So, dass Weiß sich jetzt um seinen Springer kümmern muss. Es geht verrückt weiter, wenn Weiß jetzt hier auf C6 schlägt, mit Tempo Genau. quasi den Springer wegzieht. Wenn die Dame nimmt, dann kann die weiße Dame auch auf D3 nehmen. Beste Antwort von Schwarz wäre hier, das hochwertigste Material zu schlagen, nämlich auf A1. Und Weiß macht das gleiche, nimmt auf D8. Der Läufer kommt wieder mit Schach raus. König H2, jetzt Läufer D7. Und wer hier abbricht, der hat schon enorm weit gerechnet, wenn er noch gesehen hat, dass dieser Springer von D8 nicht rauskommt. Ganz so einfach ist es leider noch nicht, weil Weiß hat hier wieder Möglichkeiten, noch irgendwie diesen Springer rauszubuxieren, nämlich mit C6. Er greift den Läufer auf D7 an. Wenn der Läufer nimmt auf C6, kann Weiß wieder nehmen und die Dame ist überlastet. Deswegen sollte hier wohl Läufer C8 kommen und nach Springer B7 wollen wir es mal gut sein lassen nach dieser verrückten Variante. Wir haben einen Bauern mehr für Weiß, der wird aber wahrscheinlich nicht so lange halten. Und der Springer kommt schwer raus. Die Stellung so ungefähr im dynamischen Gleichgewicht. Da ist die Partiefortsetzung schon fast leichter. Deswegen freut euch drauf. Springer schlägt C6. Wurde gespielt. Und Schwarz hat jetzt hier tatsächlich auch wieder geschlagen. Wir können noch einmal anschauen, was passiert denn nach Dame schlägt C4. Das war nämlich ein Vorschlag von euch aus dem Chat. An dieser Stelle sofort. Dame schlägt C4. Ja, die Begründung war eben nicht auf C6 zu schlagen, weil man dann ja in E5 reinläuft. Ah, okay, aber ich vermute, dass das sehr gefährlich ist. Weil E5 auch fliegt hier, ja trotzdem in der Luft, ne? Und wenn man jetzt unvorsichtig ist, oder selbst wenn man vorsichtig ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man hier vorsichtig sein soll. Es droht Springer E7 mit Abzug und der D6-Bauer hängt. Sehr kräftig sogar. Ja, deswegen sollte Schwarz wohl doch besser das Material, naja, nee, es ist ja kein Material mitnehmen, aber den Springer schlagen. Ja. Und nach E5 wird jetzt der Turm auf A8 verloren gehen. Das heißt, Schwarz sollte hier versuchen, ja, möglichst viel Material noch mitzunehmen. Dame schlägt C4 und nach Läufer schlägt A8, Springer schlägt E5. Haben wir eine Stellung erreicht mit auch materiellem Ungleichgewicht. Also Schwarz hat hier eine Qualität geopfert und das möchten wir nochmal betonen, schon mit seinem Zug Springer G4 nach Läufer E3. Weil danach war die ganze Zugfolge ja mehr oder weniger forciert und Schwarz hat sich bewusst darauf eingelassen, diese Stellung zu erreichen. Wenn wir jetzt versuchen, die Stellung einzuschätzen, was wirklich nicht so einfach ist, können wir ja einfach mal schauen, was beide Seiten so an Vor- und Nachteilen haben. Genau. Also Weiß hat erstmal ganz klar eine Qualität mehr, zwar gegen einen Bauern, wobei der A4-Bauer jetzt oder auch der A7-Bauer, je nachdem welchen man dafür nehmen möchte, nicht so stark ist, genau. Schwarz hat aber auch im weißen Lager eine angreifbare Bauernstruktur erschaffen, also der G4 ist schwach, auch der B2 ist schwach und die weißen Figuren sind recht unkoordiniert. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Hauptkriterium hier in dieser Stellung. Und auch der weiße König ist etwas unsicher. Aktuell sieht man es noch nicht so, aber du hast es schon eingezeichnet. Gerade die weißen Felder können doch mal ausnutzbar sein. Also das ist quasi das, was Schwarz an Kompensation hat. Eine objektive Stellungseinschätzung ist hier sehr schwierig, deswegen würde ich auch hier sagen, dynamisches Gleichgewicht oder eine Stellung mit beiderseitigen Chancen, wie man es auch gerne formuliert. Ist auch eine Frage, was man gerne spielt. Also Schwarz ist sicherlich derjenige, der die Zügel in die Hand nehmen muss und sein geopfertes Material
mit aktivem Spiel kompensieren muss. Wenn er das nicht tut, kann er hier natürlich ganz schnell ins Hintertreffen geraten. Und wenn sich zum Beispiel die Damen abtauschen und dann vielleicht noch die Läufer, dann hat er ein ganz simpel verlorenes Endspiel gegen die Mehrqualität von Weiß. Und Weiß muss natürlich aufpassen, dass er nicht Opfer des Angriffs wird und der Aktivität von Schwarz. Also eine gewisse Verteidigungsleistung ist hier auf jeden Fall zu erbringen. Es kam in der Partie Turm C1, der auch ganz gut ist. Wir wollen uns trotzdem mit euch in aller Kürze Dame schlägt D6 angucken, weil die meisten von euch wahrscheinlich auch denken, da hängt ein Bauer. Warum nimmt man den nicht sofort raus? Das könnte man durchaus machen. Und für den Fall würde Schwarz vermutlich auf G4 rausnehmen, hätte seinerseits dann einen Bauern gekriegt und auch hier bleibt das Materialverhältnis gleich. Schwarz hat die Qualität weniger für einen Bauern. Jetzt wird es noch ein bisschen sichtbarer, dass der König ein klein wenig luftig ist und ein denkbarer Partieverlauf wäre zum Beispiel Läufer nach D5. Der ja jetzt auch angegriffen war, nachdem der Läufer von C8 gezogen hat. Genau. Schwarz sollte aktiv reagieren mit Dame D3 und hier ist es nicht ganz so klar. Es drohen Züge wie Läufer F3, wie Springer F3 Schach und Schwarz hat schon ganz guten Angriff, aber Weiß sollte mit Bedacht seine Stellung zusammenhalten. Wir wollen euch eine außergewöhnliche Möglichkeit an dieser Stelle zeigen, die eventuell ja, hätte passieren können, nämlich Springer F3 Schach. Das sieht jetzt erstmal gar nicht so ungewöhnlich aus, gebe ich zu. Denn wir rechnen auf den ersten Blick Läufer F3, Läufer F3, na da ist ja nichts passiert. Auf den zweiten Blick müssen wir uns aber zurecht fragen, was auf König G2 kommt. Denn dieser Springer ist angegriffen, und zwar zweimal. Und die Dame könnte diesen Springer nur vernünftig von D3 decken. Da rennt die Dame aber in den Abzug rein. Tatsächlich gibt es hier aber noch die Möglichkeit, Dame C8 zu spielen. Und nach Läufer F3, Läufer F3, König F3 kann man diese Stellung eigentlich schon abhaken. Es sei denn, man findet hier die Idee des Dauerschachs und die gibt es tatsächlich. Aber nehmt das bitte nicht mit als gängigstes Motiv, aber vielleicht als interessantes Motiv, den gegnerischen König rauszulocken und ihn dann nicht mehr hinter seine Bauern kommen zu lassen. König G4, Dame C8 ist die Idee. Also man lässt ihn nicht mehr nach hinten wegkommen. Vielleicht in aller Kürze, wenn König E2 kommt, dann könnt ihr euch vorstellen, die Grundreihe hier, die Rückzugsfelder sind von den Türmen blockiert. Schwarz bekommt mit Turm und Dame zusammen locker das Dauerschach. König G4, Dame C8 die Variante. König H4 und jetzt in aller Seelenruhe H6 mit der Drohung G5, gefolgt von Dame H3. Weiß sollte auf H6 schlagen. Läufer schlägt H6, Drohung ist wiederum G5, weswegen Weiß F4 spielt. Und jetzt nach Turm D8, Turm C1 gibt es noch einen einzigen Zug, den Schwarz hat, um nicht zu verlieren. Und der ist G5. Aber das zeigen wir euch jetzt wirklich nochmal angemerkt, nur Interesse halber und weil es einfach eine absolut verrückte, interessante Variante ist. Einfach so fürs ästhetische Auge, nicht um da so viel mitzunehmen, weil so weit können wir in der Regel alle nicht rechnen und das ist auch okay. F schlägt G5 und jetzt Läufer schlägt G5, König G5 und die Pointe Dame schlägt C1, kommt mit Schach. Wir haben ein remisliches Endspiel nach Turm schlägt D6 erreicht. Verrückt! Ja, das war... Das wäre ein interessanter, auch, also auch dann wäre die Partie, glaube ich, legendär geworden. Nach Turm C1 wird es aber noch spannender oder ähnlich spannend, nur ein bisschen menschlicher spannend. Es kam Dame nach B4 in der Partie. Man hätte auch über Dame B5 nachdenken können, was Drohung mit Abzug auf den Läufer noch reinbringt. Aber Dame B4 ist auch okay. Ja, Weiß hat hier mit A3 fortgesetzt, hätte aber noch eine andere Möglichkeit gehabt, bei der Schwarz auch sehr genau hätte spielen müssen. Also auch hier wäre wieder Läufer E7 eine Idee gewesen. Man greift sowohl den D6-Bauern als auch den Turm auf F8 an.
so dass Schwarz es sich jetzt nicht leisten kann, irgendwie Turm E8 etc. zu spielen, sondern hier direkt mit konkreten Angriffen zu kontern. Nämlich hier in diesem Fall Läufer schlägt G4. Jetzt sind seinerseits die Dame und der Läufer angegriffen. Aber es geht noch genauso verrückt weiter, denn Weiß hat hier wiederum die Möglichkeit, jetzt mit Läufer D6, Dame, Springer, gut, der hängt nicht wirklich, aber Turm anzugreifen. Und hier muss Schwarz wiederum sehr genau spielen. Beste Möglichkeit ist hier mit Dame B6 fortzusetzen. Jetzt ist erstmal die Dame nicht mehr angegriffen und die weiße Dame hängt immer noch. Deswegen hier Dame D5, deckt zum einen den Läufer auf A8 und greift nochmal den Springer auf E5 an. Und jetzt nicht sowas wie Turm D8, wonach Weiß mit Läufer C7 fortsetzen könnte, auch wiederum eine sehr verrückte Variante, wollen wir in die reingehen. Ich denke, das können wir uns an der Stelle sparen. Also man muss halt nur sehen, dass das, also das Weiß trotzdem Läufer C7 spielen kann. Es gibt hier eine bessere Möglichkeit für Schwarz aktiv weiterzumachen, nämlich Läufer F3. Und hier würde es dann wahrscheinlich weitergehen mit Dame C5. Turm schlägt A8. Und jetzt Läufer schlägt E5. Also ihr seht, das hält sich gerade so die Waage. Das ist eine Stellung mit so viel Spannung drin. Also Spannung drin, wie nicht der eine greift eine Figur an, der andere zieht sie weg, sondern es gleicht sich gerade noch so aus, dass die eine Seite immer noch eine Figur der anderen angreifen kann. Und hier hat Schwarz, obwohl es sich schon sehr eigentlich dem gefürchteten Endspiel nähert, noch eine starke Ressource, um nicht zu verlieren. Ihr könnt ja mal die Stellung einmal kurz abscannen nach taktischen Motiven und einmal kundtun, was Schwarz hier vielleicht tun könnte oder welche Idee er haben könnte. Denn der Damentausch ist sicherlich kritisch. Ihr habt auf jeden Fall im Chat schon sehr gut übergeleitet zu unserer nächsten Lernstunde. Das können wir ja schon mal kurz verraten, denn tatsächlich ist die heutige Partie eine gute Einstimmung auf unseren nächsten Gast hier in der Lernstunde, nämlich Tal, der ja auch durch seine Angriffspartien und verrückten Taktiken bekannt war. Dementsprechend ist das heute schon mal eine Einstimmung. Wir versuchen dann aber nächste Woche eine etwas weniger komplizierte Partie zu wählen, damit auch Herbert wieder bei uns ist. Und heute kannst du ja einfach versuchen, immer wieder einzusteigen, versuchen, doch das ein oder andere mitzunehmen und einfach die Partie auf dich wirken lassen. Ja, aber hier, Herbert, das hättest du auch noch gefunden, so wie Bauernwalze und andere Dame E6 rettet hier sich noch aus dem Damentausch raus. Man droht Dame H3. Also Läufer G7 wäre tatsächlich direkt verloren für Weiß wegen Dame H3. Stattdessen, es gibt hier mehrere Züge, die Weiß hat. Turm C3 oder auch Dame E3. Ich denke, beide zeigen wir nicht, aber wir gehen mal auf einen ein, nämlich Dame E3. Hier könnte es weitergehen mit Läufer B7. Auch hier wiederum Drohung aufgestellt. Dame D5 und auch Dame H3. Also das Nehmen auf G7 ist für Schwarz mindestens Remis nach Dame H3. Weil auch wenn der Läufer jetzt hier hinten steht, ist das Matt auf G2 nur mit F3 zu verteidigen. Und ihr seht, das Schwarz hat mindestens das Dauerschach, kann sich sogar überlegen, ob er vielleicht auf G7 nimmt und hofft, den Gegner auszutricksen. Allerdings bei den schnellen Türmen und der aktiven Dame, ich bin mir da nicht so sicher. Also sagen wir mal, vielleicht Dauerschach in der Stellung. Ja, Turm C7 ist die andere Variante. Hier würde wahrscheinlich Dame D5 folgen. Jetzt haben wir endgültig B7 gedeckt und E5 angegriffen. Also sollte Weiß Material zurückgeben mit Turm B7. Und hier kommen wir in ein Endspiel, wo Schwarz jetzt tatsächlich mal einen Bauern kurzzeitig mehr hat, aber Weiß dafür deutlich aktiver steht mit der Dame und dem Turm, der gleich reinkommt. Die Stellung tatsächlich, also jetzt kommen wir auch schon langsam in den Bereich rein, ins Endspiel, wo man sagen kann, das sollte Weiß mit der Aktivität nicht verlieren. Und Schwarz sollte es aber auch aufgrund seiner schlechten Bauernstruktur trotz des Mehrbauern nicht gewinnen können. Weiß sollte nicht verlieren und Schwarz sollte nicht gewinnen, Mensch. Ja, muss man erstmal.
Ja, mit diesem poetischen Satz kommen wir vielleicht wieder zurück zur Partie. Ja, wo A3 Und kommt. um auf eure Frage zu antworten, wir sind weiterhin in der Partie Botvinnik gegen Smyslow. Die Partie von Kasparov hatten wir uns vorhin auch mal reingeschaut, das ist aber schon wieder vorbei. Genau, das war nur der kurze Ausblick. Jusupow Kasparow, viele Jahre später, wie Jusupow die Spielweise von Weiß erst verbessert hatte, dann nicht die beste Fortsetzung gespielt hat und später sogar verloren hat. Das haben wir uns natürlich jetzt nicht mehr angeguckt. Das wäre eine andere Partie. Ja, aber statt Läufer E7, das war die Variante, die wir gerade in der Analyse hatten, hat Botvinnik hier A3 gespielt und somit Schwarz die Möglichkeit gegeben, auf B2 zu schlagen. Durchaus praktisch eine richtige Entscheidung. Man nimmt, was man kriegen kann, Also gerade wenn man eben weniger Material hat. genau, die Aussicht ist halt auch die, dass man mit zunehmendem Material auch immer mehr Möglichkeiten des Abtausches dazu bekommt. Also tatsächlich auch Möglichkeiten in Endspiele mal zu gehen, wenn man noch den einen oder anderen Bauern dazu bekommt. So erweitert man einfach seine Möglichkeiten und der Gegner hat dann etwas weniger Möglichkeiten. Okay, Weiß hat natürlich direkt zurückgeschlagen auf A4, was aber riskant ist zumindest, weil Schwarz dann aktiv wird und gegen den weißen König vorgeht. Etwas besser wäre es gewesen, an dieser Stelle ein Grundproblem der weißen Stellung erstmal zu beseitigen. Und das sind die ganzen Abzüge des Läufers und der hängende Läufer auf A8. Deswegen hätte Weiß hier besser mal einen Verteidiger zurückgebracht. Ich weiß nicht ganz genau, vielleicht hat sich Botvinnik gedacht, dass er nach Läufer A6 dann sofort Material verlieren würde. Weil nach Turm E1 Schwarz die Möglichkeit hat, Springer D3 zu spielen. Aber Weiß kann sich hier taktisch entknoten, nämlich mit Turm C2, also ein Motiv, was ihr euch merken könnt, was ihr sicherlich auch schon kennt, ne? Eine angegriffene Figur mit Tempo wegzuziehen. Ja, damit das Ganze taktisch schwierig bleibt für Weiß. Ihr seht es, wenn Schwarz nichts macht, die Dame sonst wohin zurückzieht, dann kann Weiß diesen Turm ziehen nach E7 vielleicht und hat immer noch seine Qualität mehr, steht sehr aktiv. Also müsste Schwarz schon Dame B5 spielen, um neben den Angriff auf E1 gleichzeitig den Angriff auf G5 reinzubringen. Und hier, das ist halt immer so die Kunst, am Ende noch die letzte taktische Finesse zu sehen, weil es sieht erstmal alles danach aus, als würde Weiß hier Material verlieren. Läufer E7 funktioniert nicht, weil Schwarz sich auf E1 bedient. Läufer schlägt F8, Springer schlägt C2. Das geht halt wirklich, das geht nicht wirklich gut. Aber hier, wer findet's von euch? Oh Ihr ja. Redoute halt sehr schön. Läufer F1. Fesselt den Springer und entschärft Dame schlägt G5. Und hier hätte Weiß eine Ausgeglichene Stellung. angenehmere Stellung. Ja, also Weiß steht leicht besser, aber es bleibt schwierig, sagen wir es mal so. Okay. So, Dame schlägt A4, lässt jetzt Gegenspiel zu. Und zwar vielleicht für Weiß auch etwas unerwartetes Gegenspiel. Nämlich ein sehr konkreter, direkter Angriff auf den weißen König. Wir hatten schon eingangs diese Felder F3, G2, H3 mal eingezeichnet und bei der Bewertung einfließen lassen, dass das eventuell kritisch sein könnte für Weiß. Die Frage ist, wie geht ihr das Ganze jetzt mit Schwarz an? Wollt ihr Vorschläge machen? Wie würdet ihr diese Felderschwächen ausnutzen wollen? Ja, Läufer B7, ihr habt es gleich mehrfach geschrieben und damit auch wieder wichtige Prinzipien eingehalten, nämlich ja, hier die weißfeldrigen Läufer zu tauschen, um eben diese weißen Felder zu schwächen, die dann nicht mehr von dem weißen weißfeldrigen Läufer verteidigt werden können, aber von der Dame, der schwarzen Dame, noch angegriffen werden können. Läufer schlägt B7, Dame schlägt B7. Ich glaube, ihr ahnt, dass das nicht so wirklich im Sinne
von Weiß war oder er zumindest berechtigte Sorgen hatte hier um seinen König und hier nicht mehr wirklich auf Sieg spielen kann, denn Springer F3 ist so lästig, dass Weiß hier schon die Notbremse ziehen muss, muss man sagen. Nämlich Turm C3 spielen und gut, hier muss man aber auch sagen, wäre für Weiß ja auch halb so schlimm gewesen, weil verlieren sollte er diese Stellung auch nicht. Nach Dame schlägt F3, dann kann er jetzt erstmal, je nach Belieben, erstmal den D6 abholen oder den A7 und dann einigen sie sich wahrscheinlich bald friedlich. Aber ja, das... Ja, ja vielleicht ganz kurz, also das ist halt so der Gang der Dinge, wie er hier schon nach Dame schlägt A4, was wie gesagt ein kleiner Fehler ist. Danach wäre der Angriff von Schwarz hier schon sehr, sehr gefährlich. Aber Turm B1 ist natürlich ein Zug, den man auf dem Schirm haben sollte. Der auch die Partiefortsetzung war, wie Flinsbacher weiß. Ja, und Smyslov hatte diesen Zug auf dem Schirm. Er hat es nicht übersehen, den B7 einfach einzustellen. Und wir geben an euch ab. Naja, was macht ihr denn jetzt auf Turm B1? Ihr habt ja selber angemerkt, was passiert auf Turm B1. Wir geben die Frage gern zurück. Was könnt ihr euch denn vorstellen, was nach Turm B1 kommen könnte? Chess Hans schlägt Springer F3 vor, ihre Dutheit auch. Wollt ihr noch mehr als einen Zug vorschlagen? Oder? Rechnet ruhig. Also ja, lieber erst rechnen Stress. Und dann eine Variante statt ganz schnell einen Zug. Ich meine, dass man da so einen Schach einklinken kann. Chess Hans, auf deine Frage, ob er noch weiter rechnet. Nö. Nö. Herbert sagt Springer F3, König H1, Springer D2 Schach. Ja, aber da ist es auch noch nicht vorbei. Sondern geht vielleicht gerade los. Was schon angemerkt wurde von Fabi, ist, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr nach Springer F3, König G2 oder H1, andere Möglichkeiten hat er nicht, wenn ihr dann sofort mit dem Springer irgendwelche Abzüge spielen wollt, nämlich dass Weiß auf B7 mit dem Läufer nehmen kann und der Läufer mit dem ja, röntgenmäßigen Turm B1 gedeckt ist. Also das sollte man unbedingt beachten. Also eine beliebte Variante scheint auf jeden Fall trotzdem der Abzug nach D2 neben dem Schlagen auf B1 zu sein. Mhm. Ja. Okay, ich denke, dann machen wir erstmal so weiter, dass wir das Schach auf jeden Fall geben. Denn das ist jedenfalls noch gut. König H1 ist die Partiefortsetzung. Und jetzt wurden zu dieser Stellung, glaube ich, mehrere Kommentare gesagt. Völlig richtig die Anmerkung, dass Springer schlägt G5 nicht so gut ist, wegen Läufer schlägt B7 noch einmal, um das visuell auf dem Brett zu haben. Denn jetzt hängt wiederum die Dame. Weiß hat weiterhin eine Qualität mehr und hat jetzt auch zumindest gleich, wenn er den Läufer nach G2 zurückzieht, die weißen Felder endlich mal unter Kontrolle. Deswegen gucken wir uns die anderen Springerabzüge vielleicht noch an, nach dem Motto Schachgebote zuerst. Springer D2 Schach. Ja, Läufer schlägt B7 sollte die Antwort sein. Und jetzt würde wahrscheinlich Springer schlägt B1 folgen. Und ja, wir haben wohl eine... Ah, der Läufer ist ziemlich stark. Eine recht ausgeglichene Stellung, möchte ich mal sagen. Also die Läufer sind halt sehr gefährlich in einem Endspiel. Dame schlägt A7. Ich glaube nicht, dass Schwarz hier wirklich besser steht. Was schon mal nicht so verkehrt ist. Wir haben schon mal ein bisschen was rausgeholt. Man kann vielleicht sogar darauf hoffen, nach Dame schlägt A3 noch einen Ticken mehr rauszuholen. Vielleicht schafft man es irgendwie, den Mehrbauern rüberzubringen. Aber auch das ist kein gewinnbringender Vorteil für Schwarz. Es geht noch besser, ihr Lieben. Okay, Springer E1 manövriert sich hier eher noch in Probleme rein, nur zur Ergänzung, das hatten wir auch.
Vielleicht Läufer schlägt B7, Dame schlägt B1, Läufer G2 oder sowas. Oder auch hier das Nehmen auf A7 und dieser Springer ist sehr unangenehm gefesselt. Wir haben aber auch Alternativvarianten und zwar zum einen von, jetzt muss ich es wiederfinden, ah ja, von TFP, der Läufer A8 berechnet, mit der Idee dann nach Turm B2 wiederzuschlagen, aber auch anmerkt, dass Weiß dann noch die Option von Läufer E7 hat und deswegen versuch doch mal deine Variante vielleicht aus schwarzer Sicht zu verbessern, aber mit genau dem Hintergrund. Bauernwalz hat diese Arbeit schon erledigt und hat diese Variante noch verbessert. Und ihr geht genau die richtige Richtung, wenn ihr hier das Damenopfer nicht kategorisch ausschließt. Ganz im Gegenteil, wenn ihr es bewusst andenkt. Und genauso ist auch der Partieverlauf gewesen. Schwarz nimmt zunächst einmal auf A8. Das ist auch in der Variantenberechnung relativ simpel. Zumindest. Ja, wobei man erstmal alle Schachzüge gerechnet hätte. Genau, das stimmt. Ja, da ist man aber ja schon erstmal ein bisschen beschäftigt. Ist man, aber ich glaube, das kann man in so einer komplexen Stellung auch sein. Aber zumindest die Folgezüge von Weiß sind jetzt hier relativ einfach vorauszuschauen. Also er muss ja auf B2 nehmen, ansonsten verliert er. Und jetzt haben wir Läufer schlägt B2, aber haben schon festgestellt, danach kann der Läufer wegziehen. Aber nach Springer schlägt G5, das Ganze passiert mit Schach. Und hier kann Weiß eben nicht mehr wegziehen. Deswegen gewinnt man hier auch noch den Läufer auf B2. Die Frage ist natürlich, wie ist die Stellung einzuschätzen, wenn wir auch noch den B2 bekommen. Wir können erstmal durchzählen. Nach Läufer B2 würde die Dame wohl noch auf A7 den Bauern auf jeden Fall bekommen. Dann hätten wir Bauern von der Anzahl ausgeglichen und drei Figuren für Schwarz. Für die Dame, was haltet ihr davon? Ach, und ich versuche gerade die Variante von Top-Schachspieler zu verstehen. Läufer schlägt Läufer. Das geht schon mal nicht mehr. Doch, hat er doch, doch, das, ich verstehe es wohl. Das war davor. Erst Läufer schlägt A8. Deswegen ist es immer besser, man nennt die Koordinaten statt Läufer schlägt Läufer. Aber dann Turm schlägt Dame, Turm schlägt B2, Springer schlägt Läufer Schach und dann Läufer schlägt Springer. So. Ihre Dutheit gefällt mir gut. Für wen denn? Ich glaube, er war in die Fraktion. Oder einfach generell. Ist schön. Nee, er hatte das vorgeschlagen, die Dame zu opfern. Deswegen gefällt ihm das wahrscheinlich aus schwarzer Sicht gut. Und dem, ja, ich denke, da sind alle hier einig. Die harmonieren sehr schön, die schwarzen Figuren. Und was noch dazu zählt, ist natürlich die Probleme des weißen Königs. In der Partie folgte König H2. So verständlich dieser Zug ist, ist es vermutlich auch nochmal eine Ungenauigkeit an dieser Stelle. Denn der Springer pflanzt sich hier natürlich ein auf F3. Der König zieht nach H3, jetzt wird auf B2 genommen. Und diese Königsstellung ist äußerst unsicher, wie wir noch alle gemeinsam herausfinden werden. Deswegen, wie Chess Hans sagt, besser F3. Sehr guter Vorschlag, ja. F3 ist ein wirklich komischer Zug, den man ungern macht, der eklig aussieht. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man hier zumindest aufpasst, mit dem König nicht immer in so einem Mattnetz drin zu hängen. Und deswegen F3 als besserer Zug noch an der Stelle. Läufer schlägt B2 und jetzt vermutlich sowas wie König H2 mit der Idee, im nächsten Zug F4 zu spielen. Und die Stellung ist immer noch super für Schwarz, aber es ist nicht ganz so einfach, die Stellung zu gewinnen. Der weiße König ist deutlich sicherer, als das in der Partie ist. Kurze Anmerkung, Schwarz kann diese Stellung auch verhunzen. Das geht sogar relativ einfach. Mit Springer schlägt F3, der erstmal sehr logisch aussieht. Dann kommt aber Turm F3, Läufer F3 und jetzt der Angriff auf beide Läufer. Auch das vom Gefühl her, denke ich, sind wir uns noch einig. Also Schwarz steht hier im Leben nicht schlechter. Aber ob er das gewinnen kann, zumindest braucht es nicht viele Fehler dafür, dass er das vielleicht bald nicht mehr kann. Ein Beispiel, Läufer E5,
ein durchaus logischer Zug, mit der Planung genau hier einzusteigen. Der Läufer verhindert, dass die weiße Dame jemals einen Dauerschach bekommt. Also sieht eigentlich super stark aus. Und das ist jetzt eher, um euch mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie man es auch nochmal vielleicht mit eigentlich sehr logischen Zügen ruinieren könnte. Dame schlägt A7, Turm schlägt G3 und Weiß spielt A4. Was haltet ihr von dieser Stellung? In der Partie würde ich einfach weiterspielen und mich nicht darum kümmern, ob ich jetzt besser stehe oder schlechter. Ich würde einfach spielen, gucken, was rauskommt. Die Frage ist natürlich nur, ob man so eine Stellung anstrebt, denn das hätte Schwarz natürlich nicht tun müssen. Aber das wäre so eine zusätzliche Hoffnung von Weiß natürlich gewesen. Und damit habe ich natürlich schon sehr viel verraten. Nach F3, nämlich diese Stellung sieht, wie ich zumindest finde, auf den ersten Blick ziemlich gewonnen aus für Schwarz. Echt, ich finde, der A-Bauer sieht sehr stark aus, weswegen ich mir denke, dass Schwarz sich darum kümmern muss und dann vielleicht nicht weiterkommt. Ja, so ist die Einschätzung wohl auch richtig. Auch wenn ich, weiß ja nicht, also es muss ja wohl die ganzen Bauern, aber tatsächlich, dieser A-Bauer ist eine unheimlich lästige Angelegenheit. Und wenn wir Figuren abstellen müssen, den aufzuhalten, dann ist die Dame in ihrem Element, gibt Schachs, stört rum. Und man könnte es hier realistisch schaffen, das Ganze ins Remis zu vergeigen, möchten wir mal sagen. Genau, und A4 war natürlich wichtig wegen der Drohung, Turm schlägt A3. Okay, wir sind uns aber alle einig, die Stellung ist gut für Schwarz. Er muss hier nicht auf F3 nehmen. Und auch wenn es materiell, er bekommt ja zwei Bauern und zwei Bauern und einen Turm für zwei Leichtfiguren, das ist okay, aber das muss er hier gar nicht anstreben. Nee, warte mal, er bekommt einen Bauern und einen Turm für drei Leichtfiguren. Nein. Er gibt ja gar keine drei Leichtfiguren. Achso, nee, nur kann zwei, ja richtig, okay. Und er bekommt ja hier diese ganzen Bauern, Weiß bekommt den, also insgesamt zwei für Schwarz, einer für Weiß. Okay, gut. Aber, gut, damit einfach nur sensibilisieren wollen wir euch. F3 im Verhältnis zu König H2. Wie groß eigentlich der Wert der Königssicherheit ist und wie schief das gehen kann, wenn man so viele Figuren nah am eigenen König hat oder auch am gegnerischen, aber das geht dann natürlich gut und nicht schlecht. Okay, wir sind uns alle einig, Schwarz steht super. Das Ganze zu verwerten muss man natürlich noch schaffen. Aber ich denke, das hättet ihr hier auch alle hingekriegt. Weiß hat hier erstmal auf A7 genommen und Schwarz baut sich auf mit Läufer E4. Das bereitet unter anderem D5 vor, aber lässt auch mal hoffen, irgendwie gegen den König auf H3 zu sticheln. Vielleicht mit F5, ups, nicht so, oder auch H5 später. Es kam A4, König G7. Und König G7 werden wir in der Folge noch verstehen. Vielleicht versteht ihr es auch jetzt schon. Wenn ihr jetzt schon eine Ahnung habt, wofür König G7 gut sein könnte, dann gerne raus damit. Achso, und Jona muss sich verabschieden. Ja, Jona, mach's gut. Ja, easy, perfekt. Genauso ist es auch. König G7 bereitet hier wirklich lästigste Angriffe gegen den weißen König vor. Es kam Turm D1 von Weiß und tatsächlich müssen wir auch gar nicht mehr so tief reingucken. Schwarz macht es sehr locker, spielt Läufer E5. Er muss nicht die größten Sorgen vor dem A-Bauern haben, denn so schnell ist Weiß nicht. Und Schwarz hat auch noch A8 unter Kontrolle, das ist hier ja auch wertvoll im Vergleich auch zu der Stellung, die wir vorhin hatten, wo Schwarz nur noch Läufer und Turm gegen die Dame und den A-Bauern hatte. Genau. Dame E7 und jetzt hat Smyslow Turm C8 gespielt, wollte den Turm aktivieren, aber ihr wisst es besser. Wie hätte er den Turm noch besser aktivieren können? Ihr habt es ja schon gesagt und dementsprechend machen wir da keine große Aufgabe draus. Turm H8 wäre hier ein sehr schöner Zug gewesen mit sofortigem H5 und im Prinzip könnte Weiß hier schon
aufgeben. Ja. Was, wie ist so die Fortsetzung, wenn man nach H5 dann G5 spielt zum Beispiel, dann kommt noch H4 hinterher oder wie setzt Schwarz dem Ganzen dann ein Ende? Also wenn ich jetzt irgendeinen weißen Zug mache, ja, A5 beispielsweise. Okay. Und das sah so stark aus, dass ich das gar nicht weiter geprüft habe. Ja, muss man ja trotzdem mal hinterfragen, ne? Ja, H4. Aber das sieht irgendwie brachial schlecht aus. Ja, es sieht schon sehr schlecht aus, ne? Aber ich meine noch, es ist kein Matt. Er fällt nicht um, meinst du? Fällt irgendwie Läufer F4, dann nimmt man auf G5, dann läuft der Habauer. Ach nee, warte, die E4 hängt ja gar nicht, hahaha. Aber Dame F6 könnte unangenehm sein. Lassen wir das. Okay, statt, wir können natürlich auch reinrechnen. Statt Wild zu ziehen, ein Vorschlag ist von Flinsbacher erst G5, dann H5. Oder Läufer F6, was mit Läufer F6? Ja, der sieht natürlich auch gut aus. Ich meine, da opfert man den D6, aber das kann man vielleicht verschmerzen. Also ich finde Läufer F6 eigentlich gut. So, Dame schlägt D6, dann H5. Jetzt kann, sollte Weiß vielleicht trotzdem vorbeiziehen. Schlägt. So. Ja, oder auch hier H4. Und jetzt nach G4 könnte man, ja genau, oder nach Schlagen könnte man Läufer E5 spielen. Ja, Ihre Dutheit sagt, dass jeder Zug ein Treffer. Wahrscheinlich ist es so, hier gibt es viele Wege. Aber die Idee mit Turm H8 gefolgt von H5 gefiel mir so, dass ich, aber tatsächlich G5 kann man noch bedenken, wirkt auf mich unfassbar anrüchig, so dass es für Weiß auseinanderfliegen muss. Ich denke, wir haben auch gemeinsam hier einen Weg gefunden. Turm C8 ist aber ähnlich stark auf jeden Fall. Die Idee ist es halt, den letzten Angreifer Richtung weißen König zu bringen. Und damit wird die Partie auf jeden Fall bald enden. Nach Turm C8, so wie es kam, musste man noch ein klein bisschen mehr sehen, aber das hat Smyslov gesehen, deswegen war er hier nie in Gefahr. Es kam A5, Turm C2 und die Drohungen plätschern auf den weißen König ein, weswegen er sich hier schon in das Abzugsschach begeben muss, was insoweit vielleicht noch nicht tödlich ist, weil keine der Schwerfiguren von Weiß angreifbar sind vom Springer. Hier nimmt das Ganze aber trotzdem ein jähes Ende. Es kam Springer D4 Schach, der König zieht nach F1 und jetzt baut Schwarz ein weiteres Mattnetz auf. Erst Läufer F3, der Turm muss ziehen. Und jetzt geben wir noch einmal an euch ab. Finale Taktik des Abends. Wie konvertiert ihr hier den Vorteil und gewinnt mit Schwarz? In der Zwischenzeit können wir nochmal auf die Frage von Herbert eingehen nach dem Zug Turm A8. Ich glaube, der ist einfach unnötig oder eher halt einfach ein bisschen langsam, weil der A5 ist hier in dieser Stellung nicht so gefährlich. Schwarz hat eben die Möglichkeit, viel schneller zu spielen und schneller hier zum Sieg zu kommen. Aber natürlich kann man auch versuchen, den A-Bauern abzuholen. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Man muss halt immer aufpassen, dass man kein Gegenspiel in der Zeit zulässt, weil wenn Schwarz Turm A8 spielt und Weiß dann irgendwie dazu kommt, Turm C1, Turm C7 zu spielen, dann hat Schwarz vielleicht plötzlich Probleme auf F7. Wahrscheinlich kann man es noch gut verteidigen mit irgendwie Läufer D5 oder so, aber vom Prinzip gilt es natürlich auch in solchen Stellungen möglichst viele Tempi zu sparen. Bauernwalze sagt ein Zug, eine Variante wäre ganz nett, Springer B3. Okay, Turm schlägt B3, Turm C1 matt, wäre natürlich was. Es droht Springer D3. Das wäre eine Möglichkeit. Also D2, ja, genau. Es gibt hier viele Lösungen. Deswegen, vielleicht wenn ihr irgendwas seht, was gewinnt, dann reicht das schon. Springer B3 ist sehr gut und gewinnt tatsächlich.
Was ich mir noch nicht angeguckt hatte, aber jetzt gerne nachholen möchte, ist die Lösung von Chesshans mit Läufer schlägt G3, die erstmal sehr schön aussieht, nämlich hier das Matt auf F3 zu geben, ist eine schöne Variante. Die Frage ist natürlich, wie machst du hier nach König E1 weiter? Denn jetzt wird es langsam eng mit Material. Der König kommt noch gerade weg. Und hier muss man vielleicht sogar Sorge haben, noch zu verlieren. Ansonsten wäre das sehr schön gewesen. Ja, nicht nur vielleicht, das ist eine klare Verluststellung, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Also Schwarz hat zwei Figuren für die Dame, kein Angriff erstmal mehr und der A-Bauer wird dann plötzlich trotzdem doch stark. Mhm. Wäre der schwarze Turm hier auf D2, dann wäre das eine sehr schöne Lösung. Weil dann hätten wir nach Springer F3 das Matt. Mhm. Schöne Idee. Ja, und auch sehr gut das Motiv gesehen zu haben. Ja, TFP hat auch eine Lösung gefunden und die ist sehr überzeugend. Zumindest ist sie sehr simpel und effektiv und deswegen hat Botwinnik nach Springer C6 auch aufgegeben, weil Läufer D4 gefolgt von dem Schlagen auf F2 nicht mehr zu verhindern ist. Beispielvariante, die Dame zieht. C7, D7 ist eigentlich relativ egal. Denn man schiebt den Läufer nach D4. Was soll Weiß machen? Weiß ich nicht, A6 oder so. Oder das nehmen auf D6 meinetwegen. Es kommt halt das Schlagen auf F2. So, und jetzt nach Gesundheit. Danke. König E1 oder so. Kann man nochmal einen Schach geben. Und jetzt. Das. Sehr schön ist das. Hm. Ist nicht mehr zu verhindern. Deswegen nach Springer C6 hat Weiß aufgegeben. Springer B3 auch eine Lösung, die einen kleinen Ticken taktischer noch ist, aber sehr, sehr stark und objektiv vielleicht sogar noch stärker als Springer C6, aber beides führt zu einer klaren Gewinnstellung. Deswegen wollen wir es mal bei Springer C6 belassen und bei der Dominanz hier der Läufer gepaart mit dem offenen König bei Weiß, das kann Weiß einfach nicht aufhalten und verliert. Ja, damit haben wir heute gar nicht mal den Zeitrahmen gesprengt. Das ist aber, glaube ich, auch ganz gut, weil die Partie natürlich schon ein harter Brocken war, den ihr sicherlich auch erstmal verarbeiten müsst. Aber ich denke, wir haben einige Sachen mitnehmen können aus der Partie. Zum Beispiel? Wir haben uns ein positionelles Qualitätsopfer angeschaut und vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wann das eben spielbar ist. Also hier in dem konkreten Fall hat Schwarz dafür zwar selber auch schwache Bauern bekommen, aber auch beim Gegner eine geschwächte Bauernstruktur hervorgerufen. Vor allen Dingen waren aber auch die Figuren des Weißen sehr unkoordiniert. Das hat man in den verschiedensten Varianten gesehen, dass zum Beispiel der Läufer auf A8 mal hing oder irgendwelche Abzüge drohten. Und dass letztendlich der Königsangriff für Schwarz gesprochen hat, was eben auch durch den Abtausch der weißfältrigen Läufer hervorgerufen wurde. Genau, und das war so ein wichtiges Kernmotiv, was Schwarz hier hatte. In anderen Varianten, die wir euch tatsächlich, damit das ein bisschen verdaulicher wird, sogar unterschlagen haben, wäre sogar mal Läufer schlägt G4 gefolgt von Läufer F3 relevant geworden, wie Fabi es völlig richtig an einer Stelle sogar angemerkt hätte oder hatte. Deswegen, das war das Wichtige und deswegen auch die ganz klare Empfehlung für Weiß, er hätte diesen Läufer mal zurückziehen müssen nach G2, ein bisschen Sicherheit für die weißen Felder schaffen, dann hätte er hier vielleicht nicht verloren. Und das Materialverhältnis am Ende, ihr habt es völlig richtig eingeschätzt, 3 Figuren gegen die Dame bei schwachem König von Weiß spricht ganz klar für die 3 Figuren. Ja, bevor wir das Thema Smyslov abschließen, wollen wir euch natürlich nur noch einmal ganz kurz eine kleine Einordnung geben, damit ihr wisst, was hat ihn ausgemacht, von wann bis wann hat er gelebt. Ich denke, das wissen viele von euch aber auch schon. Dass er noch vor gar nicht allzu langer Zeit erst gestorben ist. Ja, genau. Und ja, der 7. Weltmeister war. Er ist es 1957 geworden, nämlich auch gegen Botwinnik. Hat es aber dann im nächsten Jahr wieder abgeben müssen. Ist in diesem Fall den Titel. Genau den Titel.
War ein ausgebildeter Opernsänger, also immer wieder interessant, was auch. Was die Weltmeister damals noch gemacht haben. Heute sind sie Schachprofis, keine Frage, müssen sie auch sein. So nebenbei geht das heute nicht mehr, aber trotzdem immer sehr interessant, was sie damals gemacht haben. Ja, ansonsten seine Stärken lagen vor allen Dingen im Endspiel, aber auch in seiner Intuition, weswegen er auch unter anderem die Hand genannt wurde. Er wird auch in dieser Partie nicht alles korrekt gerechnet haben, sondern sehr viel intuitiv gespielt haben. Genau. Oder auch die Wahrheit im Schach wurde er auch genannt. Das begründet sich auch dadurch, dass er selber eben auch immer nach der Wahrheit in einer Partie gesucht hat, indem er eben möglichst harmonisch, perfekt spielen wollte, was ihm häufig eben auch geglückt ist. Ja, wir hatten eingangs, glaube ich, auch dieses Zitat von ihm gebracht, dass er gesagt hat, es macht keinen Sinn, ein Idol zu haben, immer spielen zu wollen wie dieser oder jener, sondern man sollte immer so spielen, wie es die jeweilige Stellung verlangt. Und auch das muss man als Trainer, sage ich jetzt mal, vielen Amateuren auch erstmal beibringen. Es gibt viele Spieler, die nur auf Angriff getrimmt sind und sagen, ich möchte in jeder Partie angreifen oder ich möchte nur ruhig spielen. Und das funktioniert im Schach halt nicht so gut, wenn man sich auf eine Seite des Spiels fixiert. Da war er sehr gut. Vielseitig. Mhm. Ja. Und in der nächsten Lektion kommen wir zu jemandem, der sich doch schon sehr auf eine Seite des Schachs fixiert hat. Aber eine schöne Seite. Nämlich den Angriff. Und ja, wir freuen uns sehr darauf, nächste Woche dann gemeinsam mit euch über Herrn Thal zu sprechen. Oh ja, das wird lustig. Seid auf jeden Fall dabei. Ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute, wünschen euch eine tolle Woche und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.